Auf geht's. Wir haben hier den Protoss in Rot. Es ist Hellraiser. Und er spielt gegen den Zerg hier in Blau. Es ist Elaser. Wie gesagt, Game 3. Das war jetzt ein Schnellschuss, die ganze Aktion. Und da ist eine Probe unterwegs von Hellraiser zum Scouten. Ja, die restlichen Ergebnisse von der vom vierten Bracket sind... Oh, also Senster hat Grammarly 2-0 geschlagen, keine Überraschung. Impact hat Soul 2-0 geschlagen. Okay, habe ich Soul wohl doch überschätzt. Trust hat DNS 2-0 geschlagen. Gerald Lambo, Denver Solier, Solar Cars, Stats Mamba laufen noch. Hellraiser Elaser ist 1-1. Der Gewinner von diesem Game hier muss gegen Solar ran als nächstes. So, hier wird fröhlich gesammelt. Wir haben damit PVZ, wir haben Hedgegas Pool. Und wir haben eine Gateway Expansion. Also alles ganz normal. Wir sind wieder auf King's Cove. Ich brauche jetzt echt mal einen größeren Schluck Wasser. Moment kurz. Wenn es jetzt ein bisschen stiller wird. Schauen mal auf den Ovi und ich hole mir mal kurz mein Wasser. Trinke ich momentan zu viel Kaffee und zu wenig Wasser. Das ist nicht gut für die Stimme. So, Bobo ist unterwegs als Tech für Hellraiser. Elaser nennt das eine dritte Basis, hat die Queens. Und es gab keinen Adepten. Es gab den Stalker first und danach den Sentry. Also recht defensive Wahl von Hellraiser hier. So, da ist die Sentry jetzt am Start. Wir haben die Robo ready, da kommt ein Twilight Council hinterher. Es könnte noch ein DT Archon Drop werden. Der Overlord ist zwar in Bewegung, aber er kann sich halt schlecht raustrauen, denn er ist eine Sentry und ein Stalker. Und damit ist Scouting eher schwierig für diesen einen Overlord, der auch schon angeschlagen ist. Oh, wo steht eigentlich der Stalker rum? Hier war doch ein Stalker. Ah, steht er in der Wall? Er steht in der Wall. Es ist der Lückenstalker. Der Höhlenstalker. Nicht sicher. So, Doppel Gateway ist online. Warpgate kommt auch mit dazu. Wir haben 36 zu 38 Worker. Wir haben erst eine Immortal gleich draußen. Da könnte er einfach direkt Doppel Immortal, War Prism und Go und Charge noch mit dazu. Könnte passieren. Momentan sieht es nicht danach aus. Momentan ist das Twilight Council einfach da. Es existiert, aber es tut nichts. Aber es fehlt ja noch das Gas. Jetzt sind wieder 100 Gas da. Und da kommt Charge. Und dann kommt hier die Gateway-Explosion. Ja, und damit geht es dann auch los. Hellraiser will diesen Push durchziehen. Er schickt jetzt erstmal Hallucinated. Gott, das sieht ja voll durchsichtig aus. Hallucinated War Prism. Sieht lustig aus, muss man echt sagen. Blöd. Währenddessen der Overlord fliegt hier noch, aber halt scouten, wie gesagt, ist schwierig für das Ding. Er sieht, dass an der Natural das Gas genommen wird. Und die dritte Basis wird jetzt hier gescoutet und das ist wichtig. Acer sieht, okay, da kommt keine dritte, der ist immer noch auf 2-Base und da kommt auch sofort die Reaktion. Spinecrawler, Roach Warren haben wir hier, der wurde eh schon fertig. Wir haben Leertech mit dazu, aber... Ja, Elaser kann sich denken, was da kommt. Da wird auf 2-Base gepusht. Und Roaches werden produziert. Die Spinecrawler werden auch rechtzeitig da sein. Also die Defense von Elaser ist schon mal schlecht. Er hat auch noch gesehen, dass da zugewollt wird, dass die Einheiten sich rausbewegen. Ja, und Hellraiser macht den Go. Den haben wir heute schon zwei oder dreimal gesehen. Genau diesen Push. Hat manchmal sehr gut funktioniert und manchmal weniger. Mal gucken, wie Elaser das Ding halten will. Ist ein sehr starker Push. Aber hängt sehr viel davon ab, wie die ersten Zealots ihr Engagement kriegen. Wie der erste Charge läuft. Kommen aber auch Sentries mit dazu. Zwei Mortals sind da, Zealots sind da, Charge 10 Sekunden, man sieht den Countdown laufen.
Und wir haben ein paar Queens, wir haben auch Transfuse Energie, wir haben Spinecrawler, wir haben viele Roaches. Es wird nicht einfach für Hellraiser hier reinzukommen, aber wir versuchen es trotzdem. Da ist Charge durch, Charge geht ran, Transfuse ist kommen, Spinecrawler hier peitscht noch ein bisschen durch und da gehen noch ein paar Einheiten down. Spinecrawler geht jetzt hier down, die Queens sterben direkt. Die Roaches gehen auch nach und nach drauf und wechseln, weil er dann Sandlitz kommt. Fossils helfen hier jetzt nicht mehr, keine Fossils, keine mehr da. Die Wobblesen wird hier gefokust, aber dafür sterben auch alle sämtlichen Queens hier. Und Elaser, das sieht nicht so gut aus. Er muss die Drones gerade ziehen, will jetzt diesen Haufen irgendwie überwältigen. Hat noch ein paar Roaches mit am Start. Ein Immortal ist ziemlich low, wird dabei nochmal gesaved. Die Salads hier gehen nochmal down. Die Sentries sind gerade alle irgendwie draußen. Eine geht davon nochmal drauf und es wird weitergejagt. Nächste Sentry stirbt, aber jetzt sind Salads mit dabei. Und Elasers Drones sind jetzt da mittendrin statt nur dabei. Und gehen auch entsprechend alle down hier. Werden von den Salads disabled. Roaches sammelt sich nochmal neu. Transfuse ging nochmal raus. Da werden mehr Roaches gesammelt, mehr Queens gebaut. Kann hier Elaser sich stabilisieren? Hellraiser, dafür könnte nochmal ein Warp entkommen. Jetzt ein Warp ist diesmal ein bisschen weiter weg. Die Roaches versuchen ranzukommen an den Immortal. Immortal 1 ist down. Das macht schon mal viel weniger DPS gegen Roaches. Auch der zweite Immortal wird angegangen. Da kommt nochmal ein Warp hin. Der wird aber abgebondet. Das Warp steht unter Fokus. Das Warp ist mega low. Und damit kann jetzt hier Elaser die ganze Sache überwältigen. Und Hellraiser muss den Attack abbrechen. Er konnte den Worker-Count angleichen. Army Supply hat aber nochmal sehr viel verloren. Er konnte nur mit einem einzigen Immortal fliehen. Und eben den Warp-Prism hier. Zweitens, neuer Immortal wird gebaut. Protoss natürlich auch immer noch auf 2-Base, muss man dazu sagen. Zerg hat die dritte Basis, er muss sie nur mit Drones besetzen, kann auch notfalls Drones von der Mainbase abziehen, sobald hier nicht mehr so viele Mineralien verfügbar sind. Weil manche Felder halten hier, glaube ich, nicht mehr so lange durch. Es geht noch 150, bisschen noch. Ein bisschen noch. Ja, und da kommt auch sofort die nächste Drone-Runde. 36 zu 48 jetzt schon. Währenddessen Hellbase bereitet sich eher auf eine zweite Runde vom Push vor. Wie man jetzt sieht mit der nächsten Runde an Warpins. Aber das gibt natürlich auch jetzt Elaser Zeit, sich nochmal aufzubauen. Da kommt der nächste Push, nochmal zwei Immortals. Das Warp ist immer noch mega angeschlagen. Zealot Masse mit dabei, nochmal ein Warpin kommt. Und ja, wir hatten, das war das vorige Engagement, als es beim ersten Mal aufeinander traf. Die Roaches gegen die Zerg, gegen die Protoss Army. Und jetzt eben Protoss nochmal hochgebaut, größere Army. Und auch der Zerg jetzt hier schießt nochmal nach oben. Und jede Sekunde, die Elaser bekommt, die er sich nochmal kaufen kann, ist gut. Und auch hier Frozefile auf das Warp Prism. Das ist schon so gefährdet, das ist schon so low. Da muss halt Hellraiser mega vorsichtig mit sein. Hier gibt es nochmal mehr Zealots mit dazu und los geht's. Sentries mit dabei, Forced Energie mit dabei, diesmal kein Spinecrawler. Dafür mehr Roaches. Roach Speed ist gleich noch mit am Start, das könnte auch nochmal helfen. Queens noch mit dabei, aber haben kaum Energie für Transfuses. Zealots chargen die Queens an und er fährt zum Fuses Queens heraus, aber die halten nicht lange. Die Zealots brechen hier unten durch. Roaches müssen sich neu formieren, während das die Forcewits helfen jetzt hier gegen die Zealots tatsächlich aus. Der Colossal Pfeil landet auch mal Goldmark gelegentlich auf der eigenen Roach. Neue Zealots kommen mit dazu, das Warpism lebt noch immer. Die Mortens fallen raus, die Sentries kümmern sich gerade um den Overlord. Drones werden wieder reingezogen, Elaser hat 52 davon. Drones fighten wieder mit und sorgen für den nötigen Waffe. Zealots trotzdem auf die Südseite, ist immer noch ein riesen Problem. Die Zealots hier tatsächlich, die machen jetzt hier den großen Job. Die Sentries werden nochmal angegangen, werden nochmal ordentlich gesnipt. Jetzt geht's aufs Warpism, Warpism geht hier down. Heißt kein Warpin mehr. Die Mortens jetzt auch ohne Safe. Erste Morten wird gefokust, geht hier down. Die Zealots werden jetzt auch überwältigt. Die ganze Protoss-Army wird überwältigt. Elaser kann das am Ende doch endlich halten. Puh, es war hart umkämpft, aber Elaser hält das Ding. Und damit Hellraiser droppt ein loses Bracket. Hat zweimal hart gepusht und die Laser hat wirklich, es war eine anstrengende Verteidigung, aber am Ende hat es gereicht für den Zerg und somit die Laser in der nächsten Runde. So, und ich lasse jetzt mal kurz eine Wabi-Runde laufen, bis gleich.